So, guten Morgen, liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, meine kurze Erläuterung. Wir bei der schönen Vilesco-Werkstatt D141 ein bisschen Licht ins Dunkle bringen könnt. Das ist wirklich ganz einfach. Es gibt ja Werkstätten, die haben hier so eine Lampe vorne, aber ist auch nicht der Hit, ne? Nicht so hell. Ihr möchtet ja die ganze Werkstatt schön beleuchtet haben. Und ich baue schon seit längerem immer so LED-Birnchen ein. Das ist eine super Sache. Die kann man, ich zeige erstmal, kann man so kaufen. Meistens 1 € Laden, ist auch nicht teuer, ihr seht 3 € oder 3,50. Das gibt es verschieden in bunt, in warm weiß oder in normalen weiß. So, wir haben uns für, ich glaube, wir haben warm weiß jetzt genommen, das sieht immer sehr schön aus. Ich habe nur festgestellt, es kommen 3 Batterien rein, ich lasse mal eine weg, das ist sonst zu hell. Ne? Also, ihr könnt das probieren, natürlich müsst ihr das überbrücken, natürlich Batterie. Müsst ihr natürlich ein Kabel zwischenlöten und dann macht ihr nur 2 Batterien rein, aber wir werden das hier testen, wie hell es wird. Aber wahrscheinlich reichen 2 Batterien reichen. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Das ist so ein Lochband oder so ein Band, LED-Band nennt man nicht Lochband, LED-Band nennt man das. Das wickelt ihr auseinander, dann klebt ihr erstmal den Kasten. Da gibt es so, ja, nicht beiziges Klebeband, das ist so Klettband. Das klebe ich aber mit Sekundenkleber drauf, weil das kann sein, wenn es wieder abzieht, dass es da nicht hält. Deswegen das kleben mit Sekundenkleber schön drauf. Es muss ja auch fest werden. Dass wenn jemand mal das wirklich abmachen will, weil er Batterien wechseln will, dann ist das leichter. Ne? Man kann dann Batterien auch so wechseln. Man muss halt die Werkstatt dann rumdrehen. Man macht das Fach dann auf, macht die Batterien dann rein und dann, das geht auch. Ist zwar ein Fummelei, aber wenn man es wegstellt, sollte man mal schnell, lassen Sie es jetzt auf. Sollte man Batterien rausmachen, wenn es länger irgendwo wegsteht. Aber ich finde es ganz gut. Man kann es auch irgendwo auf ein Regal oder irgendwo hinstellen. Es kann ja anbleiben, das Licht. Das ist halt das Schöne. So, jetzt haben wir das Lochband natürlich fachmännisch zerschnitten quasi. Ihr müsst das quasi überall draufkleben. Wenn ihr so eine glatte Fläche habt, diese neueren Vilesco-Werkstätten, die sind ganz glatt, da klebt das super. Da gibt es welche, die sind rau, wo das Dach ist. Da müsst ihr Sekundenkleber mit drunter machen, sonst hält euch das nicht. So, hier braucht man es nicht. Hier haben wir es nur draufgeklebt. Mal gucken, wie gut das hält. Wenn nicht, macht man Sekundenkleber ein bisschen drunter. Es bleibt ja sowieso immer drunter. Und wie gesagt, ihr seht ja überall so einen Streifen hin. So, und jetzt müsst ihr halt nur verbinden. Es steht ja auch immer Plus und Minus drauf. Da macht ihr die Enden ein bisschen blank. Und dann könnt ihr schön kleine Kabel dran löten und verbindet das komplett. Ja, und wenn das dann fertig ist, dann sieht das wirklich ganz, ganz toll aus. Ich wollte nur vorab mal ein Video machen, dass ihr seht, wie ich das immer mache. Wenn das mal einer selber machen möchte. Wie gesagt, einfach das Dach abschrauben, ist ja ganz einfach. Die 4 Schrauben macht ja die Riemen macht er ab und dann habt das Dach hier liegen. Ja, und dann könnt ihr das Dach schön vornehmen. Dann macht das schön sauber erstmal. Es muss ja fettfrei sein, sonst klebt das nicht. Und dann macht ihr erstmal, sucht ihr euch erstmal einen Platz für das Batteriefach, aber nicht da, wo der Kamin ist, das wird zu heiß. Immer entgegengesetzt, da könnt ihr es auf die Schräge draufkleben. Man sieht es überhaupt nicht, wenn man es rumdreht. Ne? Ihr könnt es ja mal rumdrehen. So. So. Ja, ihr seht vom Batteriefach überhaupt nichts. Ne, das ist wirklich eine super Sache. Jetzt ist halt nur die Arbeit, ihr müsst natürlich schön die Kabel verlöten. Und schön kurz, dass man es nicht hier rumbaumelt, das muss schon ziemlich stramm sein. Also so anfertigen, dass die genau hier drauf passen. Und das Kabel kann man ja schön verlegen, dass wenn einer mal das Batteriefach abnehmen möchte, Batterien wechseln möchte, dass das noch gut möglich ist. Ja, und dann sieht das wirklich schön aus. Ja, ihr werdet das mal später in meinen Videos sehen. Oder in meinem Video sehen, wenn die Werkstatt fertig ist, wie schön das beleuchtet ist. So habt ihr das mal gesehen, wie es unten drunter aussieht. Und wie gesagt, kauft euch das in 1-Euro-Laden oder bestellt euch das, wie auch immer. Kann ja kurz mal draufhalten, könnt ihr nochmal genau sehen, dass ihr die Bezeichnung findet. Könnt ihr wahrscheinlich bei Internet irgendwo eingeben. So, und das klebt ja wie gesagt schön drauf. Zerteilt das schön. Ihr müsst natürlich mit dem Lötkolben ein bisschen Ahnung haben, ein bisschen umgehen können. Dann verlötet ihr die Enden schön. Ne, dass sie alle Kontakt haben. Nur immer aufpassen, Plus und Minus. Steht ja auch immer schön drauf. Und hier ist ja auch ein Kabel gestrichelt. Ne? Sonst brennen eure Birnchen nicht. Aber das ist kinderleicht. Das kann wirklich jeder. Macht sogar mein Sohn schon. Das ist, ne, kein Problem. Und wie gesagt, nur saubere Arbeit, dass es schön sauber draufgeklebt ist. Nicht da rumbraten mit den Lötkolben. Ihr müsst die Enden mit dem Schraubenzieher ein bisschen drüber, also ein bisschen blank machen. Könnt ihr ein Messer nehmen, scharfes oder einen kleinen Schraubenzieher nehmen und rubbelt hier ein bisschen drüber, dass es ein bisschen glänzt. Und dann, wie gesagt, ein bisschen Lötfett, Lötkolben und dann könnt ihr dann, so haben wir jetzt mal ein Beispiel wie hier, ist ja auch so ein Lötpickel drauf, da macht ihr überall so Lötenden drauf
Und dann könnt ihr schön die Kabel verlöten. Ja, und das Ende sieht wirklich, also das Ende, Endresultat sieht wirklich sehr schön aus. Aber das werdet ihr mal im Video dann sehen, wenn die Dampfmaschine fertig ist. Ich habe gerade eine reinbekommen, die ist wirklich, kann sagen, fast neuwertigen Zustand. Also ist Wahnsinn, ne? Ja gut, sowas gibt es auch noch. Originalkarton dabei, alles. Jetzt werden sie trotzdem komplett zerlegen, weil Kessel ist trotzdem ein bisschen Ruß und wir werden alles überprüfen. Die Grundplatte, alles wieder schön polieren. Das muss ja alles wieder edel aussehen. Aber jetzt machen wir erstmal das Dach fertig, dass da schön die Beleuchtung ist. Und dann kann man das wirklich schön hinstellen. Die brauchen kaum Strom. Also die kann man ganz Dach brennen lassen. Und das sieht ja auch schön aus, wenn so eine Werkstatt da steht. Ich habe da schon sehr viele verkauft von und das kommt immer sehr gut an. Gut ist halt die Arbeit, ne? Fuckelei ist das schon. Man muss das alles hier draufkleben, alles zerstückeln, alles zusammenlöten wieder, alles schön verlegen. Das muss ja alles vernünftig aussehen, ne? Nicht dahin fuschen oder rumbraten. Nein, das wollen wir nicht. Ne? Vernünftige Arbeit ist das A und O, weil gerade die Anlage sieht noch neuwertig aus. Da wollen wir sie auch nicht versauen. Da wollen wir, ne, uns Mühe geben und dann wird das ein Liebhaber hinterher kaufen und dann kann man schön irgendwo ins Kinderzimmer stellen oder sonst wo hinstellen. Gut, ja, wie gesagt, ich will gar nicht so viel jetzt erzählen. Ihr habt es gesehen, wie ich es mache. Könnt ihr auch selber machen, ist kein Problem. Acht nur drauf, wie gesagt, wenn sie gerippelt ist, hier die Grundplatte oder hier das Dach, da müsst ihr halt auf das Lochband, sage ich schon wieder Lochband, auf das LED-Band halt ein bisschen Sekundenkleber drauf machen. Ne? Nun passt auf, dass ihr euer Lack nicht versaut. Am besten, ihr macht erstmal auf das Dach ein bisschen drauf und dann klebt ihr es drüber. Ja, dann habt ihr keine Sauerei. Alles klar, so soll reichen. Und wenn das Modell dann fertig ist, wird es ja eh vorgestellt und kommt zum Verkauf. So, bis dann, euer Tüftler.